Bei Fördergeld für Privatschulen. Dieser Tage sind die Briefe wieder abgeschickt worden, in welche Schule welches Kind ab Herbst gehen kann. Vor allem in Wien sorgt das bei der Zuteilung in die Gymnasium für ziemliche Aufregung. Viel zu wenig Plätze nahe am Wohnort der Kinder gibt es da sehr oft. Letzter Ausweg ist für alle, die es sich leisten können und wollen, dann eine Privatschule. Und da haben die Grünen jetzt aufgedeckt, dass eine der teuersten Privatschulen in Österreich mehr Förderung bekommt als alle anderen Privatschulen zusammen. Bettina Tasser berichtet. Mathematik einmal anders. Auch so können Kinder rechnen lernen. Schreibst du die Zahl 14, 15, schreibst du die Zahl 16? 26 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren besuchen die Kreativschule Lernwerkstatt Regenbogen in Wien-Liesing. Vorschulkinder, Hochbegabte und Kinder, die etwas mehr Betreuung benötigen. Alle sind in dieser Volksschule willkommen. In der Früh haben sie zuerst Zeit für sich. Nach etwa einer Stunde setzen sie sich dann alle zusammen. Hier ist Platz und Zeit für Persönliches. Wissen wird gemeinsam erarbeitet. Danach geht's in Kleingruppen weiter. Dann springen wir jetzt die Rechnungen. Jeder schnappt sich das, wo sein Name draufsteht. 1, 2, 3, 4, 5. Die Privatschule hat Öffentlichkeitsrecht, es gibt einen eigenen Lehrplan, aber keine Noten. Während die einen ihre Kenntnisse mit motorischen Übungen erweitern, lernen die anderen ganz klassisch. Seit 25 Jahren werden in der Kreativschule verschiedenste pädagogische Methoden angewandt. 300 Euro Schulgeld pro Monat zahlen die Eltern. Die Schule bekommt Förderungen, aber reichen nicht. Wir haben zum Beispiel für das Schuljahr 2012 und 2013 zugesagt bekommen, dass es pro Kind in etwa 1.000 Euro sind, die zugesagt worden sind. Also im Jahr muss man sich das vorstellen. Und wir haben jetzt aber nur 824 Euro bekommen, werden immer wieder vertröstet. Das heißt aber, das Geld fehlt, denn es ist sehr, sehr knapp hier alles berechnet. Österreichweit gibt es etwa 140 solcher Schulen. Organisiert sind die Schulen in freier Trägerschaft, wie sie korrekt heißen, in 8 Verbänden. Momo Kreuz ist Geschäftsführerin eines Dachverbandes, der seit 1993 besteht. Sie kennt die Finanzsorgen der nicht konfessionellen Privatschulen seit langem. Es ist nach wie vor laut Privatschulgesetz nicht geregelt, dass wir Anspruch auf etwas hätten, so wie es die konfessionellen Privatschulen haben, sondern wir müssen jedes Jahr verhandeln und hoffen. Also es steht im Gesetz drinnen, wenn quasi ausreichend Mittel vorhanden sind, dann kann der Bund auch Schulen in freier Trägerschaft Gelder geben als Subvention. Die Schulen in freier Trägerschaft hätten gern einen Vertrag mit dem Bildungsministerium, der ihnen finanzielle Sicherheit gibt. Die Vienna International School, ebenfalls eine Privatschule, hat genauso einen Vertrag mit der Republik Österreich seit 1978. Etwa 1400 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 19 Jahren besuchen die Vienna International School. Die Errichtung der Schule war eine Bedingung für die Schaffung der UNO City in Wien. Vor allem Kinder von UN-Bediensteten und Diplomaten gehen hierher. Die Eltern müssen mehr als 15.000 Euro pro Jahr an Schulgeld berappen. Und dennoch bekommt die Vienna International School jährlich etwa 5 Millionen Euro an Subventionen, kritisiert der grüne Bildungssprecher Harald Walser. Sämtliche Schulen in freier Trägerschaft, also alle Waldorf-, Montessori- und Netzwerkschulen, erhalten insgesamt nur 4,8 Millionen Euro. Die Vienna International School wird überproportional mit Förderungen bedacht. Sie kriegt allein deutlich mehr als sämtliche anderen nicht konfessionellen Privatschulen in Österreich zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Schule, in die wirklich privilegierte Kinder nur gehen, die kriegt noch dazu mehr Förderung als alle anderen, die oft mit innovativen Konzepten unterwegs sind. Damit muss Schluss sein. In Zeiten von Budgetknappheit fordere ich die Ministerin auf, hier endlich für mehr Ausgewogenheit zu sorgen. Bildungsministerin Gabriele Heisch-Hossegg lässt uns vom Hohen Haus in einer schriftlichen Stellungnahme wissen, dass ein neuer Vertrag zwischen Republik und Vienna International School federführend vom Außenministerium verhandelt werde. Die Zahlung der Subvention erfolge durch ihr Ressort. Und als Bildungsressort bekennen wir uns zur Zusammenarbeit mit der Vienna International School, sind aber an einer Lösung interessiert, die zu mehr Ausgewogenheit der Fördermittel führt.
Aus dieser Aussage der Unterrichtsministerin ist zumindest im Moment noch nicht ablesbar, ob die Schulen in freier Trägerschaft in Zukunft mit mehr Geld rechnen können.